Hallo, liebe App-Gefahrenleser. Ich habe seit einigen Monaten einen neuen Rucksack und den möchte ich euch heute mal im Detail zeigen. Und zwar ist das der Akido Ochsner. Und ich würde einfach sagen, ich führe euch mal herum und zeige euch die einzelnen Features, die dieser Rucksack zu bieten hat. Und zwar sind das Features, die mich überzeugt haben. Das ist mein neuer Rucksack für den Alltag und mal für so ein kurzes Wochenende. Es geht los hier vorne mit einer Sache, die ich selten gesehen habe bisher bei Rucksäcken. Und zwar ein flexibles Netz. Und da habe ich zum Beispiel heute Morgen meinen nassen Regenschirm einfach reingestopft. Da kann man alles Mögliche reintun. Da sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Vorteil ist, es ist belüftet, es ist flexibel und es ist komplett abgetrennt vom Rucksack. Das heißt, wenn es was Feuchtes ist, dann kommt die Feuchtigkeit nicht in den Rucksack rein, denn wir haben hier eine wasserabweisende Oberfläche. Weiter geht's, ich würde sagen, auf der Rückseite. Ziemlich unscheinbar, aber ungemein praktisch ist dieser kleine Henkel. Der ist praktisch, zum Beispiel, wenn ich am Flughafen unterwegs bin, gehe da nochmal auf die Toilette und möchte den Rucksack nicht auf den Boden stellen, kann ich ihn hier am Tragegriff schlecht aufhängen, umso besser dafür an dieser kleinen Lasche, die sich auf Wunsch aber auch verstecken lässt. Verstecken ist ein gutes Stichwort, das kann ich auch mit den beiden Schultergurten machen, die sich hier vorne übrigens auch magnetisch mit so einem Brustgurt nochmal ein bisschen stabilisieren lassen. Und das ist jetzt ein Feature, was ich tatsächlich selbst gar nicht benötige. Ich zeige es aber trotzdem mal. Man kann die beiden Schultergurte hier hinten reinstopfen. Ups, und hier nochmal losmachen. Zack. Und hat dann sogar die Möglichkeit, hier oben das Ganze mit einem Reißverschluss zu verschließen. Und kann die ganze Tasche dann als Aktentasche verwenden. Ist vielleicht auch praktisch, zum Beispiel im Flugzeug, wenn man nicht möchte, dass die Gurte da rumschlackern, wenn man das Ganze verstaut. Wie gesagt, ich benötige es eigentlich nicht. Es ist da, es stört aber auch nicht. Von daher alles gut. Hier hinten haben wir noch eine Polsterung mit so einem kleinen Belüftungsschlitz. Auch das ist eine feine Angelegenheit. Plus, ups, eines meiner Lieblingsfeatures ist hier hinten die versteckte Tasche. Da habe ich jetzt Krimskrams drin. Man könnte da zum Beispiel einen Pass reintun oder einen Schlüssel, die man immer griffbereit hat, ohne dass da jemand drankommt, wenn man den Rucksack trägt. Weiter geht's mit dem Verstauen an dieser Seite. Akido sagt, das ist ein Charger-Pocket. Da kann ich also Netzteile reintun. Ich habe hier einfach meine Sonnenbrille in so einem kleinen Extra-Etui noch drin, damit die halt geschützt ist. Passt hier auch wunderbar rein. Für die Sonnenbrille vorgesehen ist eigentlich dieses Fach hier oben. Das ist auch schön weich ausgefüttert, ist mir aber irgendwie ein bisschen zu zerbrechlich, die ganze Geschichte. Ich habe jetzt hier einfach ein paar Visitenkarten drin und eine kleine Powerbank. Was ihr da reintut, bleibt euch überlassen. Dann haben wir hier an der Seite noch einen Bottle Holder, auch der ist aus diesem Stretch-Material. Da habe ich ganz gerne auch mal den Regenschirm drin, wenn ich ihn noch nicht benutzt habe. Der passt da auch wunderbar rein. Weiter geht's. Ich habe ihn jetzt einfach mal prophylaktisch mit Produkten gefüllt, die ich hier habe rumliegen sehen. Die tun wir mal raus. Die brauchen wir nicht. Wir haben hier das große Hauptfach. Das lässt sich sehr weit öffnen. Ist praktisch, um es zu beladen. Wir haben hier zwei Spanngurte. Wenn wir zum Beispiel ja, Kleidungsstücke transportieren wollen, können wir die hier richtig schön komprimieren, dass sie nicht so viel Platz wegnehmen. Zudem hier noch ein größeres Fach, da habe ich jetzt ein paar Kabel drin. Hier könnte man zum Beispiel ja, dreckige Wäsche reintun, wenn man wirklich ein, zwei Tage unterwegs ist und auswärts übernachtet. Auch das machen wir mal zu. Dann haben wir hier hinten noch ein großes Hauptfach. Auch das lässt sich komplett öffnen, finde ich auch wirklich gut, wenn man mal ran muss. Wir fangen auf dieser Seite an. Hier haben wir nochmal Netze, die lassen sich auch mit einem Reißverschluss verschließen. Stifttaschen brauche ich jetzt nicht. Und hier nochmal eine größere Tasche, wo man auch zum Beispiel ein iPad reinpacken könnte. Was ich klasse finde, ist auf der anderen Seite, da habe ich jetzt hier mein iPad drin. Da würden aber auch MacBooks reinpassen mit bis zu 15 Zoll oder 16 Zoll. Passt locker, es kann verschlossen werden und sehr, sehr durchdacht finde ich, das sieht man hier unten, dass die Tasche nicht bis zum Boden geht. Das heißt, wenn ihr den Rucksack auf den Boden knallt,
knallt das MacBook nicht auf den Boden. Ja, ich habe mir so schon mal ein iPad mit einem kleinen Displayschaden versehen, weil ich einfach ja, nicht aufgepasst habe. Das Ding ist runtergefallen. Hier ist es wirklich geschützt, es kann nichts passieren. Und auch das zeigt, dass sich der Hersteller, ein kleines Team aus Schottland, wirklich Gedanken gemacht hat. Insgesamt der Akido Ochsner, keine günstige Angelegenheit, kostet um die 200 Euro. Aktuell ist er ein bisschen günstiger. Mir persönlich gefällt er sehr, sehr gut. 28 Liter Fassungsvermögen ist mein neuer Tagesrucksack. Er ist nicht besonders schwer, das ist wirklich praktisch. Er hat große Fächer, das heißt auch, wenn ich mal ein, zwei Nächte auswärts unterwegs bin, kriege ich da meine Kleidungsstücke, meinen Kulturbeutel und meine Technik rein. In diesem Sinne, schaut ihn euch an. Ich finde ihn klasse. Einzige kleine Schwäche, die ich festgestellt habe, ist, dass die Schultergurte so nach 5, 6, 7 Tagen so ein bisschen lockerer werden. Das heißt, man muss einmal kurz nachspannen, aber ich finde, das kann man verschmerzen. Stört mich jetzt nicht weiter. Insgesamt ein tolles Teilchen.